die alten Meister der klassischen Dressur. Sie prägten unseren Sport mit den ewig gültigen Grundsätzen der klassischen Reitkunst. Von ihnen gingen Impulse aus in die ganze Welt. Ihre Schüler und Schülerschüler reiten heute noch in der Weltspitze. Henri Chamartin, der große Meister im Sprung-zu-Sprung-Wechsel, wie er oft bezeichnet wurde. Hier nicht in seiner Uniform der Schweizer Kavallerie, wie ihn jeder kannte, sondern ausnahmsweise in Frack und Zylinder anlässlich einer Kür der Klasse S 1968 in Lausanne. Otto Loerke, geboren 1879. Nach dem Ersten Weltkrieg bis zu seinem Tode 1957 der maßgebliche deutsche Dressurausbilder. Hier beim Training mit seinem besten Schüler Willi Schultheiß. Der bekannte und neben Hans-Günther Winkler erfolgreichste Repräsentant des deutschen und internationalen Springsports, Fritz Tiedemann, Jahrgang 1918, hier im Dressursattel auf Chronist. Dr. Josef Neckermann, Jahrgang 1912, beim morgendlichen Training mit Asbach, einer der erfolgreichsten deutschen Dressurreiter.